Ja, was geht? Mein Name ist Niklas, herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es um TikTok Ads, ein kommender Kurs zu TikTok Ads für Shopify Dropshipping A bis Z. Wir gehen über alles, was ich gelernt habe, alles, was ihr wissen müsst. Wir gehen über Produkte für TikTok Ads, Creatives, die funktionieren für Dropshipping mit TikTok Ads. Wir werden meine Testing-Strategie durchgehen und eine Live-Kampagne aufsetzen und dann noch meine Skalierungsstrategie durchgehen. Und über das ganze Video verteilt gebe ich euch Tipps mit, alles was ich gelernt habe, was man beachten sollte mit TikTok Ads. Und zum Schluss gebe ich euch noch mal ein paar wichtige Infos mit. Also bleibt auf jeden Fall dran und zieht euch das ganze Video rein. Es ist wieder super viel Game dabei, mehrere, die kennt es von mir. Also lasst schon mal ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, ich laber gar nicht lange. Wir springen rein, let's go. Herzlich willkommen nochmal in meinem Bildschirm. TikTok Ads Kurs für Shopify Dropshipping 2022-23. TikTok Produkte, Ads Manager, Walkthrough, Creatives, Testing Kampagnen, Skalieren, A bis Z, TikTok Ads für euch. Lass reinspringen. Video Content Table von diesem Video. Zuerst TikTok Ads, kurze Einführung, ein paar Statistiken und so weiter. Dann TikTok Produkte und Creatives für Shopify Dropshipping. Meine Testing-Strategie, wir setzen live eine Testing-Kampagne auf, ich zeige euch meine Skalierungsstrategie, meine Skalierungsstrategie und zum Schluss nochmal ein paar Tipps und das Outro, bleibt auf jeden Fall dran, sind wichtige Sachen nochmal dabei und ich droppe auch im Laufe des ganzen Videos Game, also zieht euch das Ding von Anfang bis Ende rein und ich würde sagen, wir springen rein. TikTok Ads Einführung, kurzes Statistik, 1 Milliarde Monthly Active Users auf TikTok und mehr. Ist, glaube ich, die Social Media App Nummer 1 im App Store und Play Store seit 2021. Also TikTok ist heftig am Start und hat wirklich den Meilenstein gelegt für Shortform Content. Alle anderen Plattformen haben nachgezogen und TikTok bleibt King davon. Und TikTok Ads sind krass geworden. Aber genau, hier Shortform Content hat die Social Media Szene übernommen. Habe ich schon angesprochen und TikTok war Pionier davon, kann man so sagen, beziehungsweise die haben das heftig gepusht. Es ist eine relativ neue Ad-Plattform, das heißt, es sind noch leichte Bugs drinnen. Sie ist ähnlich aufgebaut wie Facebook Ads, also eigentlich fast same. Es sind leichte Bugs drinnen, aber das Nice ist, billige CPMs kosten nicht so viele Buttons, weil es eben eine relativ neuere Plattform ist, obwohl sie jetzt auch schon 2 Jahre alt ist, glaube ich, aber trotzdem noch in den Early Stages und das müssen wir uns zum Vorteil nehmen sozusagen und TikTok Ads schalten. Bei TikTok Ads ganz wichtig, Content is King, TikTok Ads, das Motto ist auch Make TikToks, not Ads, weil einfach TikTok Style Ads oder UGC, User Generated Content, viel besser performt, dazu kommen wir jetzt gleich noch in den Beispielen. Also so viel, mal so kurze Statistik. TikTok Ads sind krass. Ich verwende seit 2021 Sommer nur noch TikTok Ads, fast keine Facebook Ads mehr, weil ich auf Facebook die ganze Zeit gebannt wurde und keinen Bock mehr hatte auf die Plattform, keinen Bock mehr gesackt zu werden. Jetzt bin ich auf TikTok Ads und bin zufrieden damit und TikTok Ads ist noch in den Early Stages, wird immer größer. Also ihr seid hier beim richtigen Video. Ich zeige euch jetzt, wie das Ding geht für Shopify Dropshipping. Let's go. TikTok Produkte und Creatives. Also es gibt wie bei den ganzen Dropshipping Produkten Wow Factor Produkte und Problem Solver. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind die 2 Main Kategorien. Und für weitere Beispiele checkt meinen Product Research Kurs und Kurs 22 ab. Springt einfach zur Product Research Section oder checkt den ganzen Kurs ab. Ist krass viel Mehrwert dabei in dem Kurs. Wenn ihr Shopify Dropshipping lernen wollt, A bis Z, krass viel Game dabei und auch für Winning Product Examples. Ich habe jetzt auch 8 Examples in diesem in diesem Kurs, also bleibt dran, da kommen wir gleich zu. Product Research Methoden, PR Methoden ist TikTok Scrolling, Mynear, das Tool, Facebook Ad Library, gebt einfach oben ein 50% off und so weiter, dann kommen die ganzen Facebook Produkte, könnt ihr auf TikTok ziehen und so weiter, aber meine Hauptmethode ist TikTok Scrolling weiterhin. Manier verwende ich ab und zu und die Facebook Ad Library. Genau. Creative macht bei TikTok Ads wirklich 90% des Erfolgs aus. Nicht die Ad-Strategie, nicht der Pixel, nicht irgendwas, sondern dein Creative. Also wie dein Video performt, wie es ist, wie es aufgenommen wurde und so weiter.
Und das ist bei TikTok wirklich, wirklich heftig. Also das Creative spielt eine große Rolle. Das heißt, ich mache ein eigenes Video zu Creatives an sich bald, wo ich das genauer runterbreche, wie man eigene Creatives macht zum Testen, wie man dann einen Influencer bekommt, der einem UGC sendet. Beim nächsten Punkt haben wir den UGC, User Generated Content. Denn Original Content performt 100-mal besser als Ripped Content. Und unter Ripped Content verstehe ich einfach gestohlenen Content oder zusammengeklippten Content von irgendwelchen Random Clips aus dem Internet, wie man es von Facebook Ads 2017 bis 2019 kennt. UGC hat einfach das Game übernommen, weil es einfach ja, viel authentischer ist, zu TikTok passt und so weiter. Also wir kommen jetzt gleich zu Beispielen zu UGC, das werdet ihr sehen. Ihr könnt auch das Ganze selber filmen, also bestellt euch das Produkt per Amazon. Wenn es auf Amazon nicht gibt, dann lasst es euch schicken per AliExpress oder per irgendeinem Agent mit einer schnelleren Shipping Line, wenn es möglich ist. Meiste Produkte sind aber auf Amazon, dann habt ihr die einfach schneller. Und filmt selber ein paar Creatives. Ganz simpel, werden wir gleich zu kommen. Oder ihr schickt das Ganze eben an einen UGC-Creator oder Influencer und sagt dem, hey, mach mir 10 bis 20 Videos für das und ich zahle dir 20 bis 30 Dollar pro Video, kommt circa hin und ja, dann könnt ihr das machen. Manche Creators machen es für billiger, manche für teurer. Es gibt die ganze UGC-Szene. Ihr müsst einfach den richtigen Creator finden. Und wenn ihr mal so einen Standard-Creator habt, dann könnt ihr dem die ganze Zeit Produkte schicken und der macht euch den Content dafür. Dafür müsst ihr eben Influencer Research machen, einfach auf TikTok und dann die ganz normal anschreiben und reinziehen sozusagen. Kann ich auch ein eigenes Video zu machen, wie ich das mache. Aber so viel zu UGC, User Generated Content und Creative, wirklich ausschlaggebende Punkte für TikTok Ads. Hier kommen wir zu den TikTok Ads Creatives Examples und Creatives und Produkte, die Creatives beinhalten, die Produkte. Also seht ihr auch, welche Produkte gut laufen auf TikTok. Ich habe hier vier und in der nächsten Slide auch noch vier. Ich lasse jetzt mal abspielen der Reihe nach und labere dann immer danach was, weil da ist, glaube ich, ein bisschen Sound dabei. Let's go, los mit dem ersten starten. Ja, habt ihr gesehen, diese Neck-Massager-Ding, Problem-Solver-Product, super simple. Hier seht ihr 500k Likes, krass, crazy. Hat sicher geprintet und das war das erste Produkt, Problem Solver Product. Und ihr seht das Creative, so simpel. Filmt ihn und er benutzt das Produkt. Simpler geht's nicht, simpler geht's nicht. Und das ist die Ära von TikTok Creatives. Solch Content performt so viel besser als so ein Square Video, wo unten Untertitel sind, wie man es von Facebook Ads kennt, 2017, 2019. Also, das kann man auf TikTok definitiv vergessen. UGC, die neue Wave und solche Ads performen einfach, obwohl sie so extrem simpel sind. Kommen wir zum zweiten Produkt. Ihr seht hier diese Crystal Lamp für Wohnzimmer und was weiß ich, ein Home Decor Produkt. 5,4 Millionen Likes. Crazy, crazy. Und das Produkt habe ich des Öfteren gesehen, ist extrem abgegangen und ihr seht das Creative. Einfach Magic, das Produkt in Action, runtergezogen. Keine Ahnung, wie lange das ist, 8 Sekunden. Und das ist die Ära von Creatives und sowas kann man halt easy selbst machen. Wenn ihr ein iPhone habt, über 10, über das iPhone 10 drüber, neuere Versionen, könnt ihr solche Videos easy produzieren. Also easy. Und das ist eben die Ära von TikTok Creatives. Und das ist UGC, User Generated Content. Das Ding ist, super simples Creative. Warum ich das mit reingenommen habe, ist, weil man easy noch den TikTok-Text drüberlegen kann. Selber, also man zieht das selber in seinen TikTok rein und schreibt irgendeinen Text drüber. Oh my God, look at these results, bla bla bla.
und dann ist es schon mal ein neues Creative, dann ist es nicht zu 100% ripped. Wenn ihr das als Ad verwenden würdet, auf jeden Fall anpassen, aber dazu im Creative-Video mehr, wie schon angesprochen, das kommt auch demnächst hin. Und das sind zwei Wow-Factor-Produkte, das war auch reiner Wow-Factor und reiner Wow-Factor, beziehungsweise es ist immer leicht das Ding vom Problem-Solver drin, aber Wow-Factor dominiert natürlich mehr. Hier, ja, Wow-Factor. Und dann haben wir noch ein Problem-Solver-Produkt. I believe we all need one of these. I believe we all need one of these. Ja, das war's Creative. Zum Schluss kommen wir noch zum Knacken. Ich weiß nicht, ob man das hört in der Audio, aber Problem Solver Produkt, das heißt, man kann alles verkaufen auf TikTok. Nicht nur irgend so ein gimmicky Stuff, sondern auch solche orthopädischen Produkte, wie man sie von Facebook kennt. 3,5 Millionen Likes. Crazy. My Bunion Corrector, sogar ein TikTok Organic Store höchstwahrscheinlich. Und ja, crazy. Das waren die ersten vier Produkte. Gehen wir weiter. TikTok Ad Creatives Nummer 2. Ich spiele sie einfach mal wieder ab. Fine. I'll do it myself. Das sind diese LED-Lights Wow Factor. Das Creative ist mir sogar leicht zu langsam, aber das ist dieser TikTok-Style immer, also die Tension-Building und dann Versus und dann mit dem Sound passt es perfekt. Aber hier seht ihr, das ist die neue Ära von Creatives und sowas kann jeder von euch zu Hause machen, denke ich. Jeder hat so ein Zimmer und kann LEDs aufhängen und dann so ein Video machen. Also da brauchte man dann natürlich den Galaxy Light Projector dazu, aber vom Prinzip her, so funktioniert das und nein, da sieht man jetzt leider nicht die Likes, aber das war auch ein heftiges Video, also sicher über 100.000 Likes, denn ich habe, glaube ich, nur Videos genommen, die über 100.000 Likes hatten. Genau, Wow Factor Produkt, LED-Lights sind zwar ran-through mit TikTok Ads, also würde ich eher nicht testen, aber für den Zweck des Creatives hier super simpel. Kommen wir mal zum deutschen Creative, zwei deutsche habe ich hier und let's go. Okay, das war's Creative. Halskette, also mit einem Namen. Simples Produkt, auch schon seit Jahren auf dem Markt. Neues Creative und einfach eine Image-Style-Show von diesem Girl. Könnte eure Freundin sein, könnte, keine Ahnung, eure Schwester sein. Oder irgendein Girl, das ihr kennt. Oder eine Influencerin, eine UGC-Creatorin. Super simple, Creative und das ist ein Creative. Wie findet ihr meine neue Namenskette? Genau, so viel dazu. Nächstes. Auch ein Produkt, das schon seit Jahren auf dem Markt ist. Diese Kette mit dem Foto Inside. Krasses Produkt, ist mit TikTok wieder heftig zurückgekommen. Und das Creative ist einfach nice, weil es Emotionen zeigt. Die zwei Freundinnen hier und da ist ein Bild von ihnen drin und dann die Emotionen, man sieht das Lachen und so weiter, aber super simple, 10 Sekunden lang, easy. Genau, und zum letzten Mal noch ein Problem Solver Produkt, das waren jetzt zwei so Wow Factor Produkte oder Jewelry. Jewelry geht extrem ab auf TikTok, nur mal so gesagt. Ja, und das ist wieder ein Problem Solver Product, aber ihr seht hier 118.000 Likes, löst ein echtes Problem, genauso wie der orthopädische C-Ding. Das mit dem Wasser ist so hauptsächlich in den USA, bei uns aber auch Fluorid und Kalk und Chlor im Wasser. Dieses Produkt löst dieses Problem und deswegen ist es sehr nice. Gut gestyltes Creative für TikTok. Zuerst das Problem gestated, also es folgt eine Direct Response,
Copy-Struktur, aber im TikTok-Format. Also super simpel, hier das Problem gestated, also Problem, dann der Grund dafür, Suspected, bla bla bla, und dann von bla bla bla, und dann hier nochmal gezeigt und dann die Solution, die Lösung presented. Also sehr gutes Creative für Problem Solver Products. Genau. Und jetzt gehen wir weiter zum TikTok Ads Manager. Kurz noch Info zum TikTok Ads Manager, bevor wir reinspringen und eine Live-Kampagne aufsetzen. Nämlich, Ads Manager und Struktur ist wie in Facebook. Also es gibt die Kampagne, dann gibt es Ad Groups. In Facebook heißt es die Ad Sets und dann Ads. Also das Ganze ist das Pyramidensystem. Ich habe es in meinem Kurs 2022 erwähnt. Also zieht euch den rein, falls ihr das braucht. Teil 2 ist speziell für Ads. Zieht euch den rein. Genau, also zuerst haben wir die Kampagne. In der Kampagne sind mehrere Ad-Groups drinnen und in einer Ad-Group können mehrere Ads drinnen sein, also dieses System wie eine Pyramide. Genau, jeder Account verhält sich leicht anders. Das mag sich jetzt komisch anhören, aber es ist so und manche Accounts performen, manche nicht. Manchmal geringe Unterschiede, manchmal gröbere, das soll ich jetzt nicht abschrecken oder sonst was. Aber es gibt auch Probleme, wie zum Beispiel manche Accounts geben kein Geld aus. Also da setzt man das Budget zu $50 CBO-Kampagne und am nächsten Tag hat es 10 Cent ausgegeben pro Adset oder sowas. Oder nicht mal CBO, sondern ABO-Kampagne, $20 Ad-Group und haben 10 Cent ausgegeben am nächsten Tag, weil das ist einfach so ein Bug von dieser TikTok-Plattform. Manche sagen, es liegt am Produkt, vielleicht ist das Produkt zu saturated am Creative und TikTok flaggt euren Account, aber manche Accounts geben einfach kein Geld aus. Und normale Accounts können leicht gebannt werden und das sind natürlich Kopfschmerzen. Heavy hatte ich mit Facebook Heavy und mit TikTok teilweise auch. Und deswegen jetzt der letzte Punkt, Agency Accounts. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört von euch. Das sind Accounts, TikTok Ad Accounts von einer autorisierten Agency, die bereitgestellt werden gegen eine Fix-Dollar oder eine Percentage vom Ad-Spend-Fee, also Gebühr. Und ich habe einen Link in der Beschreibung lassen, wo ich da ein Video dazu mache und meinen Agency-Account-Provider nenne. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Ich gehe da auf die Vorteile ein und so weiter. Und die zwei größten Vorteile habe ich auch hier gestated. Keine Bans, außer man macht irgendwie Weight-Loss oder anderen Black-Hat-Stuff. Und keine Spend-Issues, das sind eben die Probleme, dass TikTok kein Geld ausgibt. Und dass es kein Geld ausgibt, ist super nervig. Man macht die ganze Arbeit, hat ein Produkt am Start, ist gehypt, weil man das jetzt launchen will, launcht es und nur, dass man am nächsten Tag feststellt, dass TikTok 10 Cent dafür ausgegeben hat. Also das Ding ist es nicht wert, deswegen habe ich mir jetzt Agency-Accounts gezogen für jeden von meiner Stores und meinem Provider. Unten in der Beschreibung verlinkt, dann habt ihr auch den Contact dazu. Zieht euch das Video rein, das ich da speziell dafür gemacht habe auf der Website Ecom Game, ihr wisst Bescheid. Genau, so viel gesagt und jetzt springen wir rein in die TikTok Testing Strategie. Nämlich, wir machen eine simple Strategie. Ich habe eine ABO und eine CBO Strategie und in letzter Zeit habe ich einfach festgestellt, dass die ABO besser performt. Das heißt Ad Group Budget Optimization. Das heißt, man setzt das Budget auf dem Ad Group Level fest, nicht auf der Kampagne Level wie bei der CBO Campaign Budget Optimization. Genau, das heißt, wir machen eine ABO, wir machen 2 bis 5 Ad Groups, 20 bis 50 Dollar. Beziehungsweise Euro ist ja jetzt dasselbe, sodass ihr $100 pro Tag Spend habt. Also so mache ich zumindest, das ist meine Strategie. Ihr könnt durchkommen mit 3 Ad Groups, $20 oder ich würde schon empfehlen, 3 Ad Groups zu machen. Warum, erkläre ich euch später. Aber ich gebe $100 pro Tag aus und dann sehe ich meist so nach 1,5-2 Tagen, ob das Produkt was ist oder nicht. Früher habe ich so gemacht, 3 Adsets, $20 für 2 Tage laufen lassen, passt. Jetzt sehe ich meistens schon nach einem Tag, wenn es $100 Spend hat, ob das was werden kann oder nicht. Und zu den KPIs, Key Performance Indicators, auf welche Daten man schauen muss, komme ich gleich noch. Targeting, wir lassen das Ganze broad, also breit. Wir definieren keine Interessen, das Alter von 18 bis 65 plus. Wir können das Gender festlegen, also das Geschlecht, muss man aber nicht, auch wenn es ein Damenprodukt ist. Einfach auf All lassen.
Aber man kann es natürlich auch festlegen und das Ganze split-testen. Aber TikTok ist so gut geworden, dass es das selbst feststellt. Und auch wenn es ein Damenprodukt ist, manche Herren kaufen es für ihre Damen, also als Geschenk. Deshalb kann das auch funktionieren. Am besten Bra lassen. TikTok wird entscheiden und ihr bekommt dann sowieso den Breakdown, welches Gender es getargetet hat. Und dann könnt ihr das weiter analysieren und darauf basierend Entscheidungen treffen. Können auch das Land festlegen, also ich mache immer United States Testing und Kanada meistens, aber manchmal auch nur United States, aber meistens United States und Kanada, wenn ihr natürlich in Österreich unterwegs seid oder in Deutschland, dann natürlich Deutschland, Österreich und Schweiz könnt ihr targeten. Bei TikTok Ads Accounts ist es so, dass sie nicht alle Länder targeten können, manche Accounts, Agency Accounts können das, also nochmal ein Pluspunkt für Agency Accounts, du kannst jedes Land targeten. Und sonst muss man tricksen mit TikTok Ads und manche Accounts haben es, die meisten aber nicht. Genau. 3 bis 5 Creatives für beste Resultate, also pro Produkt Test solltet ihr 3 bis 5 Creatives am Start haben. So original wie möglich. Ripped Content wird mit hohen CPMs bestraft, also wenn ihr TikTok Content 1 zu 1 kopiert und in die Ad-Plattform hochlädt, wird es meistens mit hohen CPMs bestraft, also ihr zahlt viel mehr für eure Ads. Und TikTok erkennt, dass dieser Content fake ist und will natürlich Original-Content promoten. Das heißt, was ihr machen könnt, ihr downloadet 2, 3 Clips und snippt die irgendwie zusammen, damit es nice aussieht, damit es flüssig ist und damit die zusammenpassen. Und dann ist es so halbwegs Original-Content. Ich nenne das Semi-Original-Content und das dürfte auch funktionieren. Also so mache ich auch beim Testen. Genau, ihr könnt 3 bis 5 Ad-Copies zusammenstellen, also den Text unter der Ad ist auf TikTok nicht so wichtig. Und ihr könnt so super Simples nehmen, das heißt entweder das Offer, sowas wie ein Englisch Get Yours, oder Yours sollte man nicht verwenden in der Ad, das wird auch bestraft von den Ad-Plattformen, lustigerweise, sondern zum Beispiel Get it here 20% off oder Get this XXX Product 20% off. Genau. Und dann gibt es noch, und das ist eine Variante, oder ihr könnt ein Benefit staten, zum Beispiel wenn es ein Produkt ist, mit dem ihr eure Haare rasieren könnt, oder wie dieser Crystal Eraser, dann einfach Smooth Silky Skin, Bindestrich, Get yours 20% off auf Deutsch. Selber, also könnt ihr selber übersetzen. Genau, und solche Ad-Copies einfach machen, 3 bis 5 Variationen, das kann man dann in dieser ACO, dieses Automated Creative Optimization einstellen, das zeige ich euch jetzt gleich im Live-Ads-Manager, wie das funktioniert. Und dann würfelt TikTok die ganzen Sachen zusammen und findet die beste Kombination und skaliert auch dann die beste Kombination. Das kann man machen, muss man nicht machen. Ist so ein kleiner Step, den man machen kann, muss man aber nicht unbedingt machen, wird jetzt nicht verändern, ob das Ding abgeht oder nicht. Also, das ist so meine Testing-Strategie, wie ich es zurzeit mache. Genau. Ich würde sagen, wir springen live in den Ads Manager rein und ich zeige euch, wie man so ein Ding aufsetzt. Ja, ich bin jetzt in einem Business Center von mir drin, in meinem alten, und ich zeige euch anhand diesem, wie das Ganze geht und wir werden jetzt gleich eine Testing-Kampagne aufsetzen. Zuvor noch kurze Übersicht über das Business Center. Also ihr habt ja das TikTok Business Center, same wie der Facebook Ads, Facebook Business Manager. Ihr habt hier User, Assets und hier sind alle eure Ad-Accounts. Ein Business Center kann mehrere Ad-Accounts haben und eure Pixel, alles Mögliche ist hier gestored. Und wenn ihr hier unter Advertise Accounts reingeht, dann habt ihr hier eure Ad-Accounts und hier zum Beispiel ist ein Agency-Account ja, beigefügt von VM Ventures, hier seht ihr. Und Bluescapes ist war ein altes Store von mir, gibt es nicht mehr. Und anhand dessen werden wir jetzt dieses Tutorial machen. Also, ich habe hier meinen Ads Manager offen, einfach hier auf den Ads Manager klicken und dann ist man hier in diesem Ads Dashboard und kann hier Create an Ad klicken, was wir machen werden. Und dann gehen wir es an. Hier Website Conversions auf dem Kampagnenlevel, dann benennt ihr das, wie das Produkt heißt. Wir werden dieses Hair-Ding testen, das wir schon vorhin gesehen haben in den Creative-Beispielen. Test 1. Keine Creative-Kampagne
Campaign Budget Optimization und dann Continue. Wir machen eine ABO, dann dieses AdSet Pair Set One, das heißt Ad Group, aber ich nenne es immer AdSet von Facebook-Tagen noch. US Broad, eine kurze Beschreibung, Female. Hier Pixel auswählen, ich habe einen Dummy Pixel, der kann nichts, der ist nicht mit einem Store connected. Placement, Select Placement, das hier, also nur TikTok. Genau, also hier den Pixel auswählen, hier das simple benennen in Hashtag 1 ist wichtig, wenn wir dann mehrere Adsets haben, wollen wir dann eine Nummerierung drin haben. Hier könnte man dieses Automated Creative Optimization machen, ich mache es jetzt aber nicht. Ich weiß, ich habe es in den Folien erwähnt, aber diese erstellt mehr Ads. Das heißt, wenn ihr jetzt 3 Videos hochlädt und 3 Texte macht, dann erstellt es insgesamt 9 Ads und das wäre zu viel für das Budget, das wir am Start haben. Das heißt, wir nehmen United States, der, wie gesagt, Agency-Account kann alles targeten, ich nehme Kanada dazu. Ihr könnt sonst Österreich und Deutschland nehmen, wenn ihr deutschen Account habt und nach Deutschland verkauft, natürlich. Genau, Languages lassen wir hier Female Product, dann ab 18, das ganze Alter. Household Income lassen wir mal, Audience lassen wir. Was ich noch vergessen habe, bei Placement hier unbedingt auf Advanced Settings klicken und den Video Download deaktivieren. User Comment kann man aktivieren, kann man aber deaktivieren. Bringt einige Vorteile mit sich, aber auch Nachteile. Das heißt, ihr habt zum einen den Social Proof, aber zum anderen kann euer Creative in die falsche Richtung optimiert werden, wenn es nur so Troll-Kommentaren und so ausgesetzt wird oder ihr bekommt negative Kommentare. Deshalb kann man das auch hier auslassen. Ich lasse aber trotzdem gerne an, weil ich einfach auch Ads mit Kommentaren an mehr vertraue. Und ihr könnt auch diese Kommentare managen, wenn die Ad mal oben ist. Und dann seht ihr, ob das läuft und dann immer später noch ausstellen. Budget von 20 sagen wir am nächsten Tag um 0 Uhr. Das Ding soll einen ganzen Tag lang laufen, damit das Budget schön regelmäßig ausgegeben wird. So, 00. Genau, mein Ad-Account ist in New York Time Zone, deshalb ist das 6 Stunden hinter uns. Aber genau, das ist die Time Zone, 20 USD pro Tag. Und hier Lowest Cost, das passt. Das nochmal durchchecken, wir haben das ausgestellt. Pixel Event ausgewählt, dürfte alles passen. Hier nochmal der Bitcap. Ah, nicht der Bitcap, sondern diese Info. Nicht so wichtig. Next. Und jetzt sind wir auf dem Ad Creative Level. Und hier sage ich immer C1 für Creative 1 und der Creative Name vom File ist auch noch am Start. Was wir jetzt machen ist einfach, ich klicke Single Video, Upload und dann ziehe ich die Videos, die ich habe, hier rein. Can't Upload. Weil ich das Ding schon habe, deshalb nehme ich das jetzt um schnell, ich habe kurz eine Testkampagne aufgesetzt. So, also wir laden hier jetzt die Creatives hoch. So sollte das dann ausschauen. Bei mir war es jetzt nur so, dass die Videos schon existiert haben in meiner Library und deshalb musste ich die kurz umbenennen. Genau, jetzt lädt das diese 3 Creatives hoch. Wir können hier schon mal die Ad Copy schreiben und das Ding ist so ein Heatless Hair Curler. Deshalb sage ich Heatless Curls Heatless Curls, ja, get Heatless Curls today 20% off. Get Heatless Curls, also ja, komme Heatless Curls sozusagen. Passt zum Testing, also so ein simple Copy, ganz einfach, reicht vollkommen aus. Na, die anderen 2 Videos sollten hochladen, oder beziehungsweise hier haben wir sie. Genau, und dann verwende ich hier eine URL, die ich kopiert habe, nämlich diese hier von einem anderen Store. Genau. Wir setzen hier den Button auf Shop Now. Also den Call to Action auf Standard und auf Shop Now, keinen dynamischen Button. Hier den Link einfügen
Und das war die erste Ad und das muss man für die anderen wiederholen. Das hier nicht anklicken. Und hier haben wir den Pixel und das war es eigentlich zur Ad. Also ganz wichtig, das hier. Und ihr könnt das Thumbnail hier festlegen, aber das muss man nicht. Und hier kann man noch die Shop Identity auswählen und ein Profilbild festlegen. Ich habe jetzt hier Ad Shop Niklas und kein Profilbild, aber ist auch egal, weil es nur ein Test ist. Gehen wir mal zum zweiten. Hier muss ich wieder den Text einfügen. Ich nehme denselben Text. Man sollte immer nur eine Variable testen und in dem Fall hier das Creative und nicht die Ad Copy. Bam, einfügen und hier auch diesen Link einfügen. Perfekt. Dann nehme ich das hier C3 und das hier C2, so wie die Files heißen. Und das muss ich C2 nennen und das C3. So, das sind einfach nur die Namen. Und das dürfte passen für die Testing-Kampagne. Könnt ihr noch ein Rufzeichen machen, statt ein Punkt. Das sind so kleine Details, die eigentlich keinen Unterschied machen zum Testen. Wenn ihr dann sagt, okay, das ist ein Winner, also kommen wir später noch, die KPIs, was ein Winner ist, dann könnt ihr das ganze Ding optimieren und mehrere Dinge split testen und so weiter. Aber an diesem Level sind wir noch nicht, wenn wir hier testen. Und ich denke, die meisten von euch wollen testen mit TikTok Ads. Und ich habe hier die ganzen Creatives drinnen. Wir haben hier die Kampagne. Wenn wir zurückgehen, Kampagne, dann wählen wir uns unsere Kampagne aus. Die Ads Manager sind meistens leicht slow, leicht langsam. So, jetzt sehen wir unsere Ad Group hier. Wir haben eine Ad Group und in der einen Ad Group sind 3 Ads. Genau, sind in Review jetzt. Und was wir jetzt machen ist, wir kommen zu der Ad Group Level, klicken Copy und duplizieren das Ganze 2-mal in die Existing Campaign. Und was wir hier jetzt noch machen müssen, ist einmal die Zeit festlegen. Pixel sollte alles klar sein. Wir können hier View und Edit klicken und dann hier die Namen noch ändern. Boom. Dann haben wir das hier. Dann sind die Adsets bleiben gleich. Es werden nur 2 andere Adsets gemacht. Erstens, damit das Ganze mehr Geld ausgibt. Und es gibt dieses Konzept von Pocketing. Das heißt, ein Adset greift eine gewisse Tasche oder ein gewisses Gebiet von einer Audience an. Und das kann sein, dass dieses Pocket sozusagen nicht gut ist, also dass die keine Käufer sind. Und wenn wir jetzt mehrere Assets haben, dann greifen die mehrere Pockets an. Das macht vielleicht nicht so viel Sinn, wenn man das so erklärt, aber es ist einfach so, dass manche Assets funktionieren und manche nicht, obwohl es die exakt selben Einstellungen haben. Deshalb immer 3 Plus Assets machen, würde ich empfehlen, weil sonst kann es sein, dass es eigentlich ein gutes Produkt ist, eine gute Ad, aber es einfach die falsche Pocket targetiert. Das ist so eine Art Science von Media Buying, also von Ads schalten und so weiter. Ja, so viel dazu. Genau, hier haben wir wieder die 3 Creatives hierin, müssen wir nichts ändern, bleibt gleich und hier Submit. Und dann sollten wir 2 neue Adsets bekommen und das war es eigentlich zur Testing-Kampagne. Läuft den ganzen Tag, lasst es laufen bis 100, 150 Dollar Spend, dann checkt man die Daten, man kann sie auch vorher schon checken, aber erst ab so 80 bis 150 Dollar bekommt man ausschlagkräftige Daten, damit man auch Entscheidungen treffen kann. Ich hoffe, das hat es jetzt dupliziert. Jetzt checken. Und es ist dupliziert worden. Jetzt haben wir diese 3 Ad Groups hier drinnen. Perfekt. So viel zur Testing-Strategie. Simpel. Und kommen wir zum Skalieren-Part. Ich zeige euch dann auch noch die KPIs, die sind beim Skalieren-Part mit dabei. Let's go. Scaling-Strategie. Simpel. Erste Sache, simples Dupen. Das heißt, dupliziere Winning-Adsets und lasse diese laufen. Wenn deine Testing-Adsets jetzt funktionieren und eins schiebt ein 3er ROAS, das andere ein 5er und das andere vielleicht ein 1er, also nicht gut, unter dem Break-Even ROAS, dann schaltest du das eine ab, duplizierst die anderen 2, lässt die laufen, schaust, wie diese funktionieren. Wenn diese besser funktionieren oder gut funktionieren, dann änderst du das Budget. Zum zweiten Punkt, Budgets erhöhen bei den duplizierenden Anzeigen. Wichtig,
nicht die Original Adsets anrühren und dort am Budget herumschrauben, solange sie noch gut laufen. Don't fix what's working. Und dupliziere die Adsets, erhöhe dann das Budget. Und skalieren ist nichts anderes, ich habe das im Kurs erwähnt, als mehr auszugeben. Das heißt einfach mehr Adsets zu machen, mehr Kampagnen zu machen, mehr Ads zu machen und so weiter. Und das Budget erhöhen natürlich. Das ist horizontal skalieren zum einen und vertikal skalieren. Also horizontal mehrere Adsets und vertikal höheres Budget. Genau. Also ich denke, ihr habt das verstanden. Ihr könnt die Adsets einfach duplizieren, dann geben sie mehr aus, erreichen mehr Leute und das ist skalieren. Oder man erhöht das Budget, erreichen mehr Leute und das ist skalieren. Genau. Skalieren mit einer CBO, Campaign Budget Optimization, die werden erst richtig powerful, wenn man Winning Adsets hat, beziehungsweise viel Daten schon, dann kann man das Ganze in das CBO reinstecken und die optimiert dann auf Adsets, die wirklich gewinnen und gibt denen Budget und andere, die unterperformen, nicht so viel Budget, also das ist der Sinn von einer CBO. Das heißt, man dupliziert Winning Adsets in eine CBO rein, erstellt zuerst die CBO, dann klickt man auf Duplizieren, wie wir gerade gesehen haben, und packt die in die CBO-Kampagne rein und lässt sie dort laufen. Kann auch das Budget erhöhen und lässt sie dort einfach, also nicht das Budget erhöhen von den Assets, sondern das Budget von der CBO und haut die dort rein und lässt die machen. Das funktioniert sehr gut, also skalieren mit CBO. Und wichtig hier bei TikTok, neue Creatives, jede Woche 2 bis 3 neue Creatives reincyclen, mindestens, am besten mehr. Und wie man reincycle ist einfach neue Adsets machen mit den Creatives und einfach in die Adsets packen oder neue Creatives machen und in die Adsets packen oder neue Adsets machen mit den Creatives und die Adsets in die dementsprechenden Kampagnen packen. Genau, und neue Creatives machen können auch simple Veränderungen sein, wie zum Beispiel die letzten 2 Sekunden wegcutten oder das ist vielleicht eine bisschen zu kleine Veränderung, aber einen anderen Sound, ein bisschen anders cutten und das gilt schon als fresh creative, als neues creative und die einfach reincyclen und das ist eigentlich eine simple Skalierungsstrategie. Es gibt noch dieses Surf-Scaling, das heißt man verändert das Budget zu gewissen Zeiten, wenn TikTok gut läuft oder wenn nicht. Dazu mache ich vielleicht eventuell ein anderes Video, aber das ist einfach das klassische, simple Skalieren und reicht auf jeden Fall für die meisten aus, denke ich, und ich mache auch noch hauptsächlich das. Kommen wir noch kurz zu dem, was rechts steht hier, KPIs, Key Performance Indicators. Wann wisst ihr, dass ihr ein Produkt skalieren könnt? Also, wichtigste ganz unten, beginnen wir mit dem, das Ganze ist profitabel. Ihr erreicht euren Target CPA, das heißt Target Cost per Acquisition. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, checkt den Kurs 2022 ab. Alles erklärt dort drin. Und der ROAS, also wenn der ROAS stimmt, über eurem Break-Even-ROAS ist und am besten weit drüber, also ihr seid profitabel, wenn euer Break-Even-ROAS bei 1,4 ist und ihr habt Kampagnen mit 2,5 ROAS, 3 ROAS, dann würde ich anfangen, das hier so zu skalieren. Genau. Hier oben haben wir noch stehen CPM 2 bis 8 Dollar, sehr gute Werte, CPC unter 50 Cent, gut, CTR über 1%, das sind die drei Werte, auf die ich schaue und das sind die drei Werte, die man sich anschauen soll, um festzustellen, ob man jetzt das Ding skalieren kann. Natürlich, die wichtigsten sind Target CPA und ROAS, also Cost per Acquisition und Return on Ad Spend, ob man profitabel ist. Wenn die oberen Werte gut stimmen, aber die unteren sind nicht gut, weil man zu hohe Produktkosten hat und sonstiges, dann sollte man nicht skalieren. Natürlich, dann sollte man daran arbeiten, die Produktkosten runterzubringen oder ein neues Angebot zu erstellen, damit das gut funktioniert. Aber an den Ads sieht man, dass es funktionieren könnte. Und das sind so die Ad-Metrics, nach denen man skalieren kann. Das war's zur Skalierungsstrategie und das bringt uns auch zum Outro des TikTok-Kurses. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ihr hattet einen Einblick in TikTok-Ads, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt jetzt einen Plug für Agency-Accounts. Holt euch die, wenn ihr keinen Bock habt auf Inconsistencies und auf Spend-Issues und auf Account-Bans und was weiß ich.
Also ich habe wirklich für jeden meiner Stores einen Agency-Account. Ihr findet ein Erklärungsvideo und den Link unten in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall ab. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da für den Mehrwert, der wieder gedroppt wurde. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Peace out. Ich wünsche euch noch alles Gute. Viel Erfolg. Ciao.